Die Fußballer im bayerischen Bad Aibling wissen, dass Spiele oft durch einen schnellen Konter entschieden werden. Mit einem solchen Konter versucht nun auch die Bundesregierung, die Opposition unter Druck zu setzen. Denn dass der BND jeden Monat eine 500 Millionen Daten seiner Auslandsaufklärung an die NSA weiterleite, gehe zurück auf die rot-grüne Regierung. Und der Regierungssprecher, der zuletzt vor allem durch Nichtwissen auffiel, weiß plötzlich von einer Anweisung aus dem April 2002. Dieses Dokument ist bis heute die Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen BND und NSA in Bad Aibling. Dieses Abkommen geht zurück auf eine Grundsatzentscheidung des damaligen Chefs des Bundeskanzleramts Frank-Walter Steinmeier. Der war damals unter Gerhard Schröder auch Koordinator der Geheimdienste. Es waren die Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, die zum Teil auch in Deutschland geplant worden waren. Entsprechend eindeutig das Versprechen der damaligen Bundesregierung. Uneingeschränkte Solidarität mit den USA bei allen notwendigen Maßnahmen. Dass dies auch die Zusammenarbeit der Geheimdienste betreffen würde, war im Bundestag jedem klar und unstrittig. Trotzdem reagiert die SPD heute über Stunden nur mit dürren schriftlichen Erklärungen auf den Angriff aus dem Kanzleramt. Erst am Abend tritt Frank-Walter Steinmeier dann doch noch selber vor die Kameras. Was damals stattgefunden hat, hat nichts zu tun mit der lückenlosen Abschöpfung privater Daten, die wir heute miteinander diskutieren. Selbstverständlich hat das, was man vereinbart, nach Recht und Gesetz stattzufinden. Die lückenlose Abschöpfung privater Daten, kann ich nicht erkennen, dass das irgendwas mit Recht und Gesetz in Deutschland zu tun hätte. Die CDU bedankt sich trotzdem für die Steilvorlage des Regierungssprechers und sucht die Lücke in der Deckung der Opposition. Wir erwarten, dass die SPD umgehend aufklärt, wer wusste wann was über diese Verantwortlichkeiten, wer hat was verschwiegen. Auch in Wahlkampfzeiten muss die Wahrheit gelten. Wahrheit und Wahlkampf, das ist freilich eine gewagte Kombination. Und wer nun wen ausspioniert hat, welche Daten die NSA freiwillig bekommen oder sich auch auf anderem Wege beschafft hat, das wird von Tag zu Tag undurchsichtiger. Auch Kanzleramtsminister Pofalla wird am kommenden Montag in der Parlamentarischen Kontrollkommission wohl kaum alle Fragen beantworten können. So bleibt bis zum Wahltag noch manche Gelegenheit für Angriffe, Konter und vielleicht auch für Eigentore in der Spionageaffäre.